Uwe, wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal Gratulation an Thomas und an Düsseldorf zu den zwei Punkten heute Nachmittag. Ja, zum Spiel. Ich glaube, es war das Derby, wonach die Leute lechzen, das wollen die sehen. Ich glaube, es war ein aufregendes Spiel, spannend. Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt, wenig Platz auf dem Eis. Zum Spiel will ich gar nicht so viel sagen, weil es waren Sachen dabei, die mir gut gefallen haben. Es waren auch Sachen dabei, an denen wir arbeiten müssen. Ich glaube insgesamt, sobald du in den Shootout gehst, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Heute hatte Düsseldorf am Ende das Glücklichere. Ein bisschen mehr Glück am Ende im Shootout. Aber insgesamt bin ich zufrieden, wie die Mannschaft jetzt gearbeitet hat in den ersten Wochen. Ich glaube, gibt uns ein bisschen einen Geschmack für das, was auf uns zukommt. Heute war ein Grinding-Game, wo auch die Scheiben nicht so für uns gesprungen sind, wie vielleicht in den ersten paar Spielen. Und da musst du durch. Das ist was sie lernen muss und wo sie besser wird in diesen Situationen. Und ich glaube, jeder ist da enttäuscht in der Kabine. Wie gesagt, sind zu viele gute Sachen jetzt, die bei uns auf unserer Seite sind, um sich jetzt mit einem Spiel hier dass wir unzufrieden sind. Ich glaube, wir sind im richtigen Weg, machen einen guten Job. Heute hat Düsseldorf am Ende das glücklichere Ende gehabt, aber insgesamt hat mir das Spiel gefallen und ich glaube, ja, der Weg geht weiter und am Donnerstag spielen wir gegen Iserlohn in Iserlohn und dann müssen wir hellwach sein. Dankeschön. Vielen Dank, Uwe. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Bitte. Du hast gesagt, viele gute Sachen, vor allem das braucht der Anfang des letzten Rundels, war dann vielleicht die vergebene 5 gegen 3 Überzahl mit dem letzten Drittel so ein bisschen der Knackpunkt, dass das dann wieder reingekommen ist? Die Frage zur 5 gegen 3 Überzahl im letzten Drittel? Ja, wir können, wenn du jetzt auf individuelle Szenen eingehst, wir haben bei 3 gegen 1 einen Breakaway, ne? Das sind also, dann ist das Spiel auch vorbei. Also das ist, ich glaube, das sind einfach viele, viele Situationen. Und es war ein aufregendes Spiel, ein spannendes Spiel. Beide Mannschaften haben auch auf Sieg gespielt. Also du konntest sehen, es hat sich nicht, Düsseldorf musste dann natürlich. Wir waren vielleicht ein bisschen zu offen in der Situation, vielleicht haben wir zu viel gewollt. Aber wie gesagt, das ist auch so ein bisschen der Prozess, den du durchläufst, dass du schaust, wo sind deine Stärken, woran musst du arbeiten, dass wir am Ende das Spiel clever über die Runde spielen, über die Zeit spielen, das gehört auch dazu. Das sind auch Sachen, die du als Mannschaft dann herausfinden musst. Da sind wir. Remark, first loss of the season and a tough one in the Derby. Take us through the game. Yeah, I mean, kind of a roller coaster game. The play emotionally, we battled the whole game and then we take the lead there 3-1 in the third. And we give 2 goals like by the end, and then crazy shootout. You know, anything can happen in the shootout, so it's unfortunate. You know, but looking on the bright side, we have a really good start of the season. We have a good team, so we gotta stay positive and keep going and as a team. Power play was working at the start of the third period, but then there was a 5-on-3 when you didn't score. Did that change the momentum of the game? Yeah, I mean it could. You know, like 5-on-3 usually. I would say like 3 out of 4 at least you should score, and we had 2 tonight and we didn't score, so we gotta figure that out. We had 2 big goals on the power play to get the boys going, but every time we step on the ice we gotta get the job done. So Uwe talked about the first 4 games you had till now, that they were most of all good. How do you see your first 4 games? It was 3 really good games. Tonight was a little bit of an off day, I feel. Like it was a battle, I feel the energy was not top, but we battled. And, at the end of the day, like I said, we're up 3-1, they come back, and then it's 50-50. We had a chance to close the game, and we didn't, so we got to learn from that. What do you expect from the next game on Thursday in Iserlohn? It's a loud, small barn. Yeah, exactly. And they dominated us in the training camp. It was our only loss. So, it was training camp, but it was still sucks. So, we have to be ready. They have a young team. They work hard. So we have to be ready. And Thank you. Alrighty. Thank you.